Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr die erweiterten Druckeinstellungen dauerhaft einrichten könnt. Zunächst zeige ich euch, was genau ich meine. Zunächst öffnen wir zum Beispiel Safari oder Pages oder ähnliches, drücken dann CMDP und nun sehen wir einmal den Druckdialog. Standardmäßig ist es immer so und das, was man eigentlich mehr braucht, ist jetzt die Details. In dem Fall zum Beispiel, was für ein Blattformat ist, Ausrichtung, was für Browser und zum Beispiel Schwarz-Weiß und sowas. Um diese Ansicht dauerhaft anzeigen zu lassen, gibt es folgenden Terminal-Befehl. Zunächst brechen wir einmal ab und beenden mal wieder Safari. Dann starten wir einmal Terminal. Dann haben wir hier einmal einen Befehl. Das ist dieser hier. Der kommt dann auch gleich unten in die Beschreibung. Dann setzen wir es einmal ein. Und in dem Fall, wenn wir uns das hier einmal angucken, steht einmal hier der Befehl und in dem Fall True für aktiviert und False für deaktiviert. Dann drücken wir einmal Enter, öffnen erneut Safari, warten bis es geladen hat, drücken nochmal CMDP und so sehen wir direkt immer im erweiterten Modus bzw. Details eingeblendet. Da Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!